2019 war ein recht gutes Spielejahr. In diesem Video stelle ich euch meine Top 5 Indie-Switch-Spiele. Mensch, was für ein Wort vor. Welche es sind, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. 2019 ist abgeschlossen und ich wünsche euch natürlich hier auch mal in Videoform nochmal alles Gute für das neue Jahr. Mag es erfolgreich sein, mögen sich eure Wünsche erfüllen. So meinte ich das. Und wenn ihr dazu gehört, dass 2019 vielleicht nicht euer Jahr war, guckt nach vorne. 2020, das neue Jahrzehnt, wird es. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, wie ihr schon im Intro erfahren habt, will ich euch hier in diesem Video so ein bisschen meine 5 Lieblings-Switch-Indie-Spiele vorschlagen. Ja, ich muss dafür allerdings so ein bisschen die Regeln brechen. Also, die Spiele müssen nicht unbedingt 2019 erschienen sein. Da ich ja so ein bisschen eher der physische Sammler bin, dauert das manchmal etwas länger, bis es auch in physischer Form erschienen ist. Und bis ich das dann habe, meistens hier durch Limited One oder ähnliches, das kann immer so ein bisschen dauern. Deswegen verzeiht es mir, wenn die vielleicht schon 2018 erschienen sind, die Spiele. Aber ich habe mir so gedacht, mein Kanal, meine Regeln, also mache ich das einfach so. Ja, und 5 Spiele zeige ich euch. Es sind halt Indie-Spiele für die Switch. Wenn ihr auch Bock habt, vielleicht so ein ähnliches Video zu den Retro-Spielen, was meine Lieblings-Retro-Spiele waren 2019. Also ich würde sagen, da wo ich die Tests gemacht habe, die Videos für eine Quetzig-Serie, die Spiele, die fallen ja logischerweise weg. Haut's mal in die Kommentare rein. Ich habe mal so ein paar Boxen, ein paar Jahresrückblicks-Videos zu machen. Vielleicht habt ihr ja Interesse dran. Aber ich würde sagen, gar nicht genug lange auf die Folter gespannt. Wie gesagt, Indie-Switch-Spiele müssen nicht 2019 erschienen sein. Mein Kanal, meine Regeln, zusammengefasst. Ich komme ins Labern. Fangen wir an mit dem ersten Spiel, was ich nicht physisch habe. Ja, ich habe eine Ausnahme gemacht, weil ich habe kein einziges Spiel, bis auf ein anderes, aber das ist eine kleine Ausnahme, das sage ich euch gleich, mir nur digital gekauft. Aber das Spiel gibt es nicht als normale physische Form, zumindest noch nicht. Ich denke mal, da werden sich früher oder später irgendwelche Unternehmen draufstürzen und das auch auf physischer Form veröffentlichen. Und zwar Untitled Goose Game. Ja, wunderbares Spiel, wurde natürlich auch relativ gehypt dieses Jahr. Ich fand einfach schon so ein bisschen den Stil sehr geil und ich mag so gerne, wenn Spiele so einen eigenen Stil haben, also grafisch gesehen oder technisch gesehen, und sich einfach mal ein bisschen was anderes spielen. Und wie der Spielname schon sagt, spielt ihr da eine Gans? Ja, es ist wunderbar. Ihr spielt eine Gans. Und was macht man so als Gans? Unsinn machen. Wunderbar, ich sag euch, wunderbar. Also ihr könnt natürlich nicht viel machen als Gans, sondern quaken und Sachen irgendwie mit dem Schnabel schnappen und irgendwo hinzerren oder ähnliches. Aber es ist wunderbar. Ihr habt immer so eine kleine Aufgabenliste, seid in so Szenarien reingeworfen, sage ich mal. Wie zum Beispiel, da ist ein Gärtner im Garten und ihr müsst ihnen das und das klauen. Ihr müsst dafür sorgen, dass er sich einen anderen Hut anzieht und so weiter. Und was ihr macht, ist, ihr lauft mit dieser Gans rum, guckt euch so ein bisschen um und seht natürlich so ein paar Hotspots, mit denen ihr interagieren könnt. Und wenn ihr das alles so clever kombiniert, natürlich auch teilweise gut timed, dann schafft ihr es, eure Aufgaben zu erledigen. Und das ist gar nicht mal so knifflig. Man muss viel rumprobieren, aber das Gute ist, man kann da ja nicht sterben in der Hinsicht. Und man arbeitet sich so langsam voran. Und dann hat man auch so herrlich chaotische Aufgaben zu erledigen, die einfach super sind. Zum Beispiel hat man jetzt so einen kleinen Nerd-Jungen. Ich weiß, Boot-Nerds. Auf jeden Fall so mit der dicken Hornbrille und so weiter, damit sein Flugzeug ein bisschen rumspielt und da kriegt ihr extra Punkte. Also ihr solltet dem die Brille klauen zum Beispiel, ne? Und oder vertauschen. Es gibt extra Punkte, wenn ihr den in eine Pfütze fallen lässt und er dann seine Brille fallen lässt und ihr den Brillen austauscht. Und zwar könnt ihr es ja auch so machen, dass er nicht in die Pfütze fällt. Dann gibt es dann extra Punkte. Also solche bekloppten Ideen. Ich weiß, das erzähle ich jetzt so ein bisschen zusammenhanglos, aber meine Begeisterung für dieses Spiel ist super, sage ich euch. Guckt euch mal irgendwelche Let's Plays auf YouTube an oder irgendwie sowas. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Kommen wir zu dem zweiten Spiel. Wie gesagt, jetzt habe ich natürlich auch physische Version. Und zwar Moonlighter. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich relativ oft jetzt auch so Indie-Spiele habe,
die Woke-Light sind. Das sind hier so einige, die ich hier habe. Ich glaube, eigentlich fast alle, merke ich gerade. Und zwar, ich mag diese Woke-Like-Spiele eigentlich, weil es so ist, man macht immer einen kurzen Run. Man stirbt schnell, weil es meistens zu schwer ist. Aber für den nächsten Run hat man dann irgendwie wieder Erfahrungspunkte gesammelt oder ähnliches. Und bei Moonlighter ist das halt so, dass ihr endlich mal den lange, lange vernachlässigsten Beruf des Shopkeepers in einem quasi Rollenspiel spielt. Ihr kennt es wahrscheinlich alle bei irgendeinem Rollenspiel, bei Zelda oder sowas, gibt es immer diese Läden. Und habt ihr euch jemals mal gefragt, woher haben die eigentlich ihre Sachen? Tja, ihr spielt so einen Shopkeeper, also Ladenbesitzer auf Deutsch, und geht dann in Dungeons rein, um diese Sachen zu besorgen. Also, das Spiel ist quasi in zwei Ebenen eingeteilt, einmal nachts und einmal tags. Nachts geht ihr in diese Dungeons rein. Spielt sich relativ direkt Zelda-artig. Es gibt verschiedene Waffenarten und so weiter. Und müsst diese Dungeons dann reinigen von Monstern, sammelt da so möglichst viel Sachen ein. Gibt es natürlich auch so ein bisschen Item-Management, weil ihr nicht so viel mitschleppen könnt, aber das lässt sich natürlich alles mit der Zeit upgraden. Klar. Das, was ihr braucht, um bessere Waffen zu kaufen, zu bekommen, das könnt ihr natürlich behalten und entsprechend dann auch craften. Und den Rest, den verkauft ihr einfach in euren Laden. Und das macht ihr dann tagsüber, wo ihr dann quasi ganz normal hinter der Kasse steht, auf die Kunden, oh Gott, manchmal kennt ihr das, wenn einem nur die englischen Wörter einfallen, ganz komisch irgendwie. Abkassieren, müsst natürlich auch darauf achten, dass da Diebe auch sein können, die euch die Sachen klauen. Das ist immer so ein bisschen nervig, finde ich. Also ich habe nachts immer wesentlich lieber gespielt als tagsüber, und ihr baut halt auch die Stadt aus, in denen ihr einfach seid. Neue Läden, neue Möglichkeiten, also so habt ihr immer so ein bisschen Progress, also Fortschritt, und kommt immer weiter und schaltet euch natürlich dann dadurch auch immer weitere Dungeons frei, wo ihr dann natürlich bessere Sachen finden könnt und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß, solltet ihr mal auch mal reinschauen, hat auch einen sehr, sehr schönen Pixel-Stil auf jeden Fall. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Also wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen gerne diese Oldschool 2D-Zelda spielt, solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen. Kommen wir zu dem dritten Spiel, und das wird euch vielleicht zuerst nichts sagen. Und zwar, wenn ihr euch so die Packung anseht, die ist natürlich spiegelgerade etwas, die ist noch eingeschweißt. Ist eine wunderschöne Packung. Hier seht ihr, ist vielleicht schon Gris. Wunderschönes Spiel, ist auch, glaube ich, auch für einige Plattformen schon letztes Jahr erschienen. Ich habe mir das jetzt von Special Reserve Games geholt. Die physische Version, und die habe ich jetzt mal eingepackt gelassen. So, fragt euch bestimmt mal, bekloppt, da sagt ihr, sein Lieblingsspiel, aber ist noch eingepackt. Ja, und zwar, ich habe mal aus Spaß bei eBay geguckt, und ich habe dafür 40 Euro bezahlt, und das geht bei eBay jetzt schon für 80, 90 Euro weg. Da dachte ich mir, okay, das war jetzt nämlich im Digitalshop bei der Switch zur Weihnachtsaktion eh auf 8,50 Euro runtergesetzt. Da dachte ich mir, okay, dann lässt es erstmal eingeschweißt. Ich weiß, soll man eigentlich nicht machen, und aber zurück zum Thema Wunder. Wunderschönes Spiel. Ich glaube, es ist das schönste Spiel, was ich dieses Jahr überhaupt gespielt habe. Ihr seht es hier im Trailer. Es sieht super aus, hat so einen schönen Aquarellstil. Gameplay-technisch ist es eigentlich sehr simpel gehalten. Es ist so ein 2D-Plattformer. Ihr müsst halt so kleinere Rätsel lösen, um voranzukommen. Ist alles nicht super komplex. Ihr kriegt neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr euch in so eine Art Steinklotz verwandeln könnt und damit natürlich gegen Wind geschützt seid, der dann kommt, oder halt Gewicht habt, um Plattformen zu bewegen und so weiter. Also vom Gameplay an sich her ist das jetzt nicht revolutionär Neues. Was das Spiel allerdings so arg besonders macht, ist dieser grafische Stil und die Musik. Es sieht einfach herrlich aus, und dann auch noch diese Geschichte dahinter. Also ihr spielt dieses kleine Mädchen, oder ein kleines Mädchen ist es nicht, oder junge Frau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es startet in einer kompletten Schwarz-Weiß-Welt. Und je weiter ihr kommt, desto mehr Farben schaltet ihr frei. Und zum Beispiel zuerst schaltet man die Farbe Rot frei, und dann ist alles so ein bisschen rötlicher getönt, und es geht immer weiter und immer weiter. Und damit sieht das Spiel natürlich auch immer schöner aus, und es sieht einfach so herrlich aus. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte, die hinter diesem Spiel steckt, auch ein bisschen im Hinterkopf behält, die natürlich jetzt beim Spielen an sich jetzt keinen großen Unterschied macht. Aber es ist einfach so, dass das Spiel wohl darum geht, wie sich die junge Frau gegen schlechte Gedanken, gegen schlechte Depressionen ein bisschen wehrt und halt vorankommt, sich ihrem Problem stellt, also im übertragenen Sinne. Deswegen fängt es halt schwarz-weiß an, ne?
blöde Gedanken und so weiter und wird immer farbiger. Finde ich herrlich. Und das Spiel ist einfach ein Kunstwerk. Wenn ihr es digital holt, wie gesagt, die physische Version, ne, das ist so ein typischer limitiertes Auflagegedöns, bla bla bla, holt es euch. Das ist wirklich ein Kunstwerk zum Spielen. Ich bin begeistert, was so ein Spiel, wenn es einem Stil treu bleibt, einfach rausholen kann. Fantastisch. Kann ich euch nur Bestes ans Herz legen, aber ich glaube, es ist bekannt, dass das Spiel gut ist auf jeden Fall. Kommen wir zu dem nächsten. Das habe ich mir jetzt auch letzten Monat, glaube ich, geholt. Und zwar bin ich durch den guten Retro-Show drauf gekommen. Und zwar Children of Morta. Auch ein wunderschönes Pixel-Art-Spiel. Hat natürlich einen ganz anderen Stil als jetzt Gris zum Beispiel. Aber macht einfach Spaß zum Spielen. Auch hier ein bisschen die Gameplay-Anleihen an sich sind so ein bisschen an die alten 2D-Zeldas angelehnt, was ich natürlich sehr mag. Und es geht halt so darum, auch das ist ein Roguelike, dass ihr so eine Familie von so Hütern spielt, sage ich mal. Und die Dungeons unter dem Keller, sage ich mal, oder der Welt wird halt korrumpiert und ihr zieht halt aus, um diese langsam nach und nach zu clearen, also zu säubern. Und habe halt diese große Familie, die in diesem Familienhaus da drüber sitzt. Und diese Familienmitglieder haben natürlich alle ihre einzelnen Fähigkeiten. Also gibt es zum Beispiel den Vater, der ist so eher der Tank, ne, mit Schild und Schwert. Es gibt dann halt den Sohn, der eher so der Schurke ist mit zwei Dolchen, natürlich dann dadurch auch schneller angreifen kann. Es gibt die Bogenschützin, also diese klassischen Rollen. Und auch hier dauert so ein One, werdet ihr es am Anfang nicht schaffen. Und diese einzelnen Dungeons, ihr werdet sterben, aber ihr sammelt halt Gold und Erfahrungspunkte auf dem Weg. Und dadurch habt ihr natürlich dann beim nächsten Run ist dann natürlich wieder einfacher, weil ihr natürlich dann euch Fähigkeiten kaufen könnt, irgendwie, dass er mehr Schaden macht zum Beispiel und sowas. Und dadurch habt ihr, obwohl ihr ständig versagt und sagen wir mal so ein schneller Run dauert vielleicht eine Viertelstunde bis 20 Minuten, aber dadurch habt ihr trotzdem immer so ein Gefühl voranzuschreiten und irgendwann schafft ihr das halt und ihr habt immer so diese Motivation, weil das Gameplay auch so schön fluffig ist und von wegen, oh komm, eine Runde mache ich noch. Eine Runde mache ich noch. Und dadurch kommt ihr halt immer weiter und herrliches Spiel. Ihr seht es auch im Trailer, Grafik ist super. Danke Joe für diese Empfehlung. Er hat auch eine Review zu dem Spiel gemacht, was ich euch auch gerne mal, ich hoffe, ich denke dran, unten verlinke. Super Ding, super Spiel. Danke Joe für diese Empfehlung auf jeden Fall. Und dann kommen wir schon zum letzten Spiel. Das habe ich Anfang des Jahres für mich entdeckt, aber ich glaube, das ist eigentlich offiziell 2018 erschienen. Und zwar Dead Cells. Ja, auch ein Roguelike. Es ist irgendwie so komisch, obwohl ich so schwere Spiele gar nicht so mag, aber diese Roguelikes irgendwie schon. Weil ihr halt, obwohl ihr versagt habt, immer so einen konstanten Fortschritt habt. Ich finde das super. Ja, im Prinzip ein 2D-Action-Plattformer, mal kein Zelda-artiges Spiel, sage ich mal. Was mich da begeistert hat, ist wirklich dieser super knackig geile Gameplay-Fluss. Also ihr spielt immer, habt immer ungefähr denselben Ablauf, habt ihr natürlich alles so ein bisschen... ist alles zufallsgeneriert, dass es nicht immer dasselbe ist, aber die Umgebung und die Gegner sind halt immer die gleichen. Spielt halt immer durch, wie weit ihr kommt und schaltet aber dadurch auch neue Waffen frei. Und die Waffen bedeuten da auch natürlich einen ganz anderen Spielstil. Also zum Beispiel, so, ne, wenn ihr nach Motto mit einem Zweihänder irgendwie loszieht, dann habt ihr natürlich ein trägeres Gameplay, als wenn ihr jetzt mit schnell Dolchen, die weniger Schaden machen, spielt, wo ihr natürlich dann etwas mehr ausweichen müsst und ein bisschen näher an die Gegner ran müsst. Also so grob, ja, wer so ein Spiel schon mal gespielt hat, ihr wisst, was ich meine. Auch das ist kein Geheimtipp, ist glaube ich auch vielen, vielen Top-Listen auch vertreten. Finde ich sehr, sehr schön auf jeden Fall, ist aber sehr, sehr schwer und ihr müsst ein bisschen frustresistent sein, weil zumindest gefühlt der Fortschritt da ist nicht so enorm ist wie bei Children of Morta zum Beispiel oder bei Moonlighter, aber macht sehr viel Spaß und vor allen Dingen das Gameplay, das geht so super fluffig, flott von der Hand und ihr habt auch so ein paar Risiko gegen Belohnungen, Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn ihr möglichst schnell durch die Zeit, durch Levels durchwascht, dann könnt ihr ja dann so ein zeitlich verschlossenes Tor im nächsten Level eventuell dann öffnen, wo ihr ein paar Goodies bekommt. Aber ihr könnt natürlich auch Zeit lassen und hoffen, dass da in diesem Abschnitt mehr Items droppen und so weiter. Ich kann sowas immer schlecht erklären. Auf jeden Fall ist es auch wirklich sehr empfehlenswert. Super Spiel, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und ja, das waren meine 5 Lieblings-Indie-Switch-Spiele von 2019, beziehungsweise nicht von 2019, die ich 2019 gespielt habe. Puh. Super Kandidat für einen YouTube-Videotitel, würde ich sagen. Oder nicht? Na, viel zu kompliziert eigentlich. Ja, ich hoffe, mein kurzer Überblick hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf weitere Listen, wie zum Beispiel meine Lieblings-Retro-Spiele,
in die Kommentare rein. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr auf jeden Fall. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.